Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Redwitz und der Langenstadt, Mansgereuth, Trainau und Oberstfeld. Ich bin Simon Innes, Gemeinschaftskandidat von SPD und Freien Wählern für die Bürgermeisterwahl am 16. März. Mit dieser Videobotschaft stelle ich mich bei Ihnen vor. Meine Familie ist seit Generationen in Redwitz ansässig. Vielen von Ihnen ist bestimmt noch der Blumenladen meiner Oma bekannt. Oder die züchtigen Worte des Hausmeisters, meines Onkel Leos. Auch ich bin in der Gronacher Straße aufgewachsen. Ich ging hier in den Kindergarten und später zur Grundschule. Danach ging ich auch zu den weiterführenden Schulen nach Burgkunststadt. Trotzdem blieb ich meinem Redwitz treu. Schon in der Grundschule war ich zunächst aktiv im Leichtathletikverein und später in der neu gegründeten Handballmannschaft des TV Redwitz. Auch mein großes Hobby, die Musik, erlernte ich hier in der Musikschule bei Louis Kutschka. Als gläubiger Katholik war ich auch jahrelang Ministrant. Ich erinnere mich noch, wie wir in harten Jahren zu zweit allein als Sternsinger die Neujahrsgrüße überbrachten. Politisch bin ich seit über 12 Jahren beim SPD-Ortsverband Redwitz tätig. Dort trat ich auch schon bei den letzten beiden Kommunalwahlen für den Gemeinderat an. Viele von Ihnen wundern sich, warum ich plötzlich wieder hervortrete, wo ich mich doch in den letzten Jahren in Redwitz rar gemacht habe. Das liegt an meinem Beruf. Ich bin kaufmännischer Projektleiter und stamme aus der Siemens AG in Erlangen. Dort begann ich 1999 meine Ausbildung und bin bis heute dort in verschiedenen Bereichen tätig. Aktuell betreue ich 2 Großprojekte in Libyen. Ich bin sehr dankbar, dass ich in meinen gut 30 Jahren schon die Gelegenheit hatte, in so vielen Ländern und Kulturen unterwegs sein zu dürfen. Mein Beruf ist sehr zeitintensiv und ich bin viel unterwegs. Daher erklärt es sich auch, dass mein Bekanntheitsgrad wenig hoch ist. Allerdings, denn neben Bekanntheitsgrad und Bürgernähe ist im Bürgermeisteramt noch wesentlich mehr gefragt. Der Bürgermeister ist zugleich auch Chef der Verwaltung und daher verantwortlich für Personalführung, Finanzwirtschaft, Projektmanagement und Konfliktbewältigung. Gerade in der heutigen Zeit durch Internet und der Globalisierung wächst unsere Gesellschaft immer stärker und schneller. Und daher ist es wichtig, dass an der Gemeindespitze jemand sitzt, der all diese Instrumente beherrscht. SPD und Freie Wähler haben mich zu ihrem gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten gewählt, weil sie davon überzeugt sind, dass ich genau die richtigen und umfassenden Fähigkeiten mitbringe, um das Amt in den kommenden Jahren engagiert und erfolgreich auszuführen. Lassen Sie mich Ihnen meine Denk- und Handlungsweise anhand einiger wichtiger Zukunftsthemen unserer Gemeinde näherbringen. Viele junge Mitbürger haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten in Neubausiedlungen in Ortsanlage ein eigenes Heim geschaffen. Oder der Beruf hat sie, wie auch mich, aus Redwitz weggelockt. Viele sind aber auch gegangen, weil andere Ortschaften einfach wesentlich attraktiver erscheinen. Mit meinen 32 Jahren stehe ich für eine Generation, für die die Themen Hausbau und Familiengründung im persönlichen Mittelpunkt liegen. Einige meiner Eltern haben das schon verwirklicht. Andere denken wie ich noch darüber nach. Gerade die Entscheidung für den richtigen Wohnort und die dort gegebene Infrastruktur spielt für junge Familien eine große Rolle. Als Ihr neuer Bürgermeister werde ich weitere Anreize schaffen, in Redwitz zu bleiben. Zum Beispiel könnte man Häuserkäufe, und ich denke hier vor allem an die leerstehenden Gebäude im Ortskern, finanziell durch die Gemeinde fördern, um jungen Familien die Entscheidung, in Redwitz zu bleiben oder nach Redwitz zu gehen, zu erleichtern. Mit Mut, Entschlossenheit, Datendrang und einem klaren Konzept gilt es, die Gemeindepolitik in die Bevölkerung zu tragen. Das, was im Rathaus geschieht und insbesondere so zentrale Themen wie die Ortskernsanierung, dürfen nicht hinter verschlossenen Türen abgehandelt werden. Im Zeitalter der modernen Medien gibt es viele Möglichkeiten, Sie als Bürger zu beteiligen und zu informieren. Als Ihr neuer Bürgermeister werde ich diese Chance intensiv nutzen. Insbesondere die Einbindung junger Familien zum Wohle einer familienfreundlichen Gemeinde ist mir besonders wichtig. Die nach wie vor größte Herausforderung der nächsten Jahre wird die Ortskernsanierung in Redwitz bleiben. Es wurde bereits sehr viel Geld für Gutachten und Planungen in die Hand genommen. Sichtlich gestaltet, aber wurde noch kaum etwas. Stellen Sie sich auch die Frage, was eigentlich im Rathaus diesbezüglich passiert?
Viele Ideen aus den Bürgerworkshops der vergangenen Jahre warten darauf, realisiert zu werden. Als Ihr neuer Bürgermeister werde ich diese vielen Ideen zur Ortskernsanierung vorantreiben, um mehr Leben in unser Ortszentrum zu bringen. Die von der Bevölkerung angestoßenen Themen heißt es für mich konkret anzugehen. Für mich persönlich ist Rettwitz nicht nur ein Ort, in dem man arbeitet oder wohnt, sondern auch die Heimat mit all ihren Ecken und Kanten. Durch meine Leidenschaft zur Musik bin ich sehr aktiv in die Arbeit eines Vereins angebunden und interessiert an der Schaffung eines Gemeinschaftsgefühls. Ich bewundere Ortschaften, in denen dieses Gemeinschaftsgefühl nicht nur im Verein existiert, sondern in der Gemeinde an sich. Daher werde ich mich als Ihr neuer Bürgermeister mit all meiner Kraft dafür einsetzen, ein Wir-Gefühl für alle zu erzeugen, seien es die alteingesessenen Familien wie die meinige oder vor kurzem hinzugezogene. Ich möchte Anlaufstellen schaffen und alle Menschen der Gemeinde zusammenführen. Am 16. März wählen Sie Ihren neuen Bürgermeister für die kommenden 6 Jahre. Sie haben nun die Möglichkeit, die Weichen auf Fortschritt und Zukunftsperspektive zu stellen. SPD und Freie Wähler setzen gemeinsam ihr Vertrauen auf mich. Schenken auch Sie mir Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. Lassen Sie uns die Herausforderungen und Aufgaben der Zukunft gemeinsam anpacken für ein modernes Rettwitz.